Hi, heute gibt es ein neues Video von mir und zwar ein Haul, wie ihr wahrscheinlich im Titel schon gelesen habt. Und ich habe das Gefühl, ich habe so lange nicht mehr einfach so ein Video gemacht, wo ich so einfach direkt in die Kamera rede, sondern immer nur mit so Voice-Over. Ja, aber heute gibt es ein Haul und da werde ich direkt durch die Kamera reden und wir fangen auch direkt an. Tatsächlich ist fast alles, was ich gekauft habe von H&M, was für mich sehr untypisch ist, da ich eigentlich nicht so viel bei H&M einkaufe. Ja, aber wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar habe ich als erstes einen Pullover gekauft bei H&M. Der sieht so aus, der hat so ein Blumenmuster und ich finde irgendwie dieses Muster, das ist so voll das Omi-Muster. Wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass so bei meiner Oma die Couch so aussehen würde. Ja, aber ich finde das total schön. Und hier unten hat das so einen Spitzenrand. Den finde ich auch total cool. Der geht einmal komplett rum. Und ja, und so sieht der angezogen aus. Also der fällt eigentlich locker, aber an den Ärmeln ist er so ein bisschen enger. Als nächstes habe ich mir dann noch so zwei Shirts mit so einem Stehkragen geholt. Und zwar einmal eins ohne Ärmel. Und zwar dieses hier in so einem Weinrot. Aber das ist irgendwie so meliert, also so Weinrot und Schwarz, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob man das durch die Kamera so gut erkennt. Das ist einfach so eng geschnitten, also es liegt wirklich ganz eng an und hat jetzt den Stehkragen. Aber von der Länge her würde ich sagen, dass es eigentlich noch relativ normal lang ist. Also es ist schon ein Crop Top, aber jetzt nicht so kurz, dass man den Bauch sieht. Also wenn man eine High-Waisted Hose dazu anzieht, dann sieht man da eigentlich nichts. Das ist jetzt nicht wie diese anderen von H&M mit diesem, einfach diese hochgeschlossen sind. Die sind nochmal ein bisschen kürzer, also es ist wirklich noch ein Stückchen länger. Ich kann euch einmal das andere nochmal zeigen. Also wie man sieht, ist das wirklich kürzer. Da sieht man halt noch was vom Bauch und bei dem sieht man nichts mehr. Dann habe ich noch ein Shirt mit so einem Stehkragen gekauft und zwar dieses hier, so ein gestreiftes und das ist auch so ein, wie nennt man das nochmal? Gerippt, glaube ich. Halt mit diesen Rillen und ja, das hat so ganz coole Ärmel, wie ich finde. Das sind so Dreiviertelärmel. Ich kann es euch jetzt auch nochmal angezogen zeigen. Ja, und sonst ist es auch eng geschnitten und es ist nochmal ein bisschen länger als das rote von gerade. Also, ja, eigentlich normal lang. Dann habe ich mir eine Jeans gekauft, besser gesagt eine Jeggings. Und zwar diese hier, das kann man jetzt ein bisschen schlecht zeigen. Und zwar ist das einfach diese High-Waisted Jeggings, die sind total bequem. Ja, ich habe mir die Hose jetzt zum zweiten Mal gekauft, obwohl ich glaube, es ist nicht ganz genau die gleiche wie die, die ich vorher hatte. Aber ja, auf jeden Fall sind die nicht besonders stabil, also die hat echt nicht so lange gehalten. Aber die sind halt total bequem und deswegen habe ich mir die nochmal gekauft. Und die sind auch nicht so teuer, die hat jetzt 20 Euro gekostet, aber ich habe die in der Shopping Week gekauft. Also hatte ich Rabatt und dann hat die, glaube ich, 16 Euro gekostet. Und ja, dafür finde ich es voll gut und ja. Als nächstes habe ich mir dann diesen Cardigan geholt, den finde ich total schön. Der ist einfach in so einem Braun oder eher Taub und ja, ihr müsst jetzt auch mal angezogen sehen. Und zwar hat der vorne so was runterlappendes, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennen soll. Ja, und der ist auch so komplett gerippt, ich hoffe, das heißt so, sonst wäre es jetzt voll doof. Ja, und ich finde, der sieht total schön aus und der ist auch richtig kuschelig und richtig warm, also perfekt jetzt so für den Herbst. Und dann habe ich noch ein Kleid geholt und so eins habe ich jetzt so lange gesucht. Und zwar ist das ein Skaterkleid, allerdings eins mit langen Ärmeln. Also die Ärmel sind jetzt nicht ganz lang, die sind so drei Viertel lang, würde ich sagen. Und ja, es hat einfach so ein Skaterkleid in so einem dunkelgrau meliert. Und ja, hier seht ihr jetzt, wie es angezogen ist. Ich finde, das fällt einfach total schön und es ist auch gut, weil man kann es jetzt auch im Herbst anziehen, halt wegen den langen Ärmeln. Und es ist auch nicht zu kurz und ja, man kann auch eine Strumpfhose drunter anziehen. Und das letzte so richtige Kleidungsstück, was ich mir gekauft habe, ist diese Bluse hier. Und ich finde die so schön. Die ist aus so einem Leinenstoff und hat hier oben halt diese Applikationen. Und ich finde, es sieht irgendwie so ein bisschen orientalisch aus. Ich weiß nicht, und die Ärmel sind auch so ein bisschen bauschig, würde ich sagen. Also ein bisschen aufgepufft irgendwie. Ja, und die fällt einfach total schön und ja, ich liebe diese Bluse sehr. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass man die bügeln muss, weil die zerknittert total schnell, aber ist jetzt auch kein Drama. Und das letzte Teil, was ich mir geholt habe, ist dieser Hut hier. Und zwar ist es einfach so ein Filzhut.
Die sind ja im Moment total beliebt irgendwie, aber die meisten haben die in schwarz und ich fand das ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich mir einen in braun geholt. Und der ist nicht von H&M, sondern von C&A. Also die anderen Sachen waren wirklich alle von H&M, aber dieser Hut halt nicht. Und der hat hier so einen Gürtel drum, wie ihr auch seht. Ja, ich finde ihn total cool. Aber hatte ihn bisher leider noch nicht so oft an. Oh, das ist ein Haar. Ich finde ihn auf jeden Fall total cool. Ich hatte ihn bisher leider noch nicht so oft an, aber ich habe vor, ihn öfters anzuziehen. Ich weiß nur nie so richtig, wie man diese Welle... Ich weiß nicht so wirklich, wie das gehört. Aber ja, auf jeden Fall finde ich den sehr cool. Und die Qualität von dem Hut ist auch richtig gut. Also finde ich sehr schön. Und das war's auch schon. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mir eure Videowünsche auf jeden Fall in die Kommentare und dann... Und die Preise schreibe ich euch in die Infobox, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!